Ja, der Dani und ich haben uns überlegt, jetzt wo ja die Wirtschaften wieder aufgegangen sind, wie man im Service den Mindestabstand gewährleisten, den Sicherheitsabstand. Ich meine, das ist eine schwierige Sache, servieren und dann gleichzeitig müssen Abstand haben, gell? Servicebedingte gewisse Nähe. Oder? Und darum haben wir jetzt so eine Apparatur entwickelt, wo ich das Gefühl habe, doch, das könnte eigentlich ja, schweizweit könnte man das einführen. Ich würde sagen, wir schauen am besten, wie das funktioniert. Ja. Also, wir brauchen für die Apparatur einen relativ langen Tisch. Dann brauchen wir eine Blumenkiste mit einem Armlenkrolle, ganz wichtig. Nachher brauchen wir hier eine handelsübliche Schnur. Die muss nicht wahnsinnig fest sein, aber ich sage es gleich. Eine kleine Schnur muss sein. Dann, ganz wichtig, ein Karabinerhaken. Das ist ein Hochsicherheitshaken aus dem Alpinbereich mit einer Belastungsgrenze von etwa 28 kN. Und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Service. Fräulein! Kommt ein Blättchen? So. Ja, wir sehen jetzt hier, wir haben hier anhand von dem Massband komfortable 2 Meter Serviceabstand. Das heißt, das Gefühl müsst ihr schon sehen, rein aus Sicherheitsgründen. Hier hätten wir ein Steck. Da noch ein Serviettli und dann ein guter Dani, gell? Meine Güte, sieht sehr gut. Noch ein Häschen. Hoi! Noch nicht fertig! Da wäre dir noch die Rechnung. Die nächste Gäste könnt aber schon. Ich verschlossen sind die Beine zu unserem Kopf. Aber sie sind hoher Saustress.